So, hallo, willkommen zu Part 2. In diesem Part geht es um die Produktion von Einheiten und sonstigen Dingen. Erst einmal in der Karte. Ihr könnt auf der Karte verschiedene Gebäude platzieren. Und zwar, ihr könnt eine Provinz anklicken und sehen, wie hoch etwas ausgebaut ist. Die grünen zeigen, wie weit es ausgebaut ist. Wenn dort graue vorhanden sind, jetzt, heißt es, es wird gebaut oder es wird gerade repariert. Es gibt verschiedene Dinge, wie Luftwaffenstützpunkt, dort könnt ihr Flieger stationieren. Marinestützpunkt ist für die Versorgung und durch für den Dings, tut mir leid, für die Stationierung von Seeeinheiten da. Marinestützpunkte können natürlich nur am Meer gebaut werden, genauso wie die Küstenverteidigung. Die kann euch bei einer feindlichen Invasion helfen. Dann sind natürlich auch noch die Landbefestigung, die könnt ihr überall bauen. Die geben eure Einheiten nicht zu unterschätzende Boni im Kampf. Nicht zu unterschätzen, nicht vergessen. Dann gibt es noch die Flugabwehrgeschütze in einer Provinz. Die solltet ihr nicht einfach random irgendwo hinbauen. Ihr solltet euch schon überlegen, von wo kommt der Feind reingeschneit. Es ist nicht so klug, jetzt hier ein Flugabwehrgeschütz zu bauen. Ich würde hier, wenn ihr später im Krieg seid und ihr nicht wollt, dass eure Ruhrindustrie zerstört wird, am besten ein paar Flugabwehrgeschütze da, wo der Feind, worüber der Feind fliegt, bauen und dann natürlich noch mit Flugzeug zu verstärken, aber dazu kommen wir noch. Dann gibt es die Radarstation, die muss erst erforscht werden. Die gibt euch einen größeren Sichtbereich aus der Provinz ja auch sehr nützlich. Dann gibt es einen Atomreaktor, der wird dazu benutzt, um Atombomben herzustellen. Das muss auch erforscht werden. Je mehr Atomreaktoren, desto größere Atombombenproduktion habt ihr. Wenn es aber erstmal Atombomben im Spiel gibt, habt ihr das Spiel so gut wie verschissen. Wenn ihr den Feind nicht schnell ausmerzt, dann wird das nämlich ein Kampf, der beide Seiten ziemlich strapazieren wird. In der Raketentestgelände werden ihr braucht die, um Raketen zu bauen. Ich bin mir jetzt gerade leider nicht ganz schlüssig. Ihr braucht, glaube ich, nur einen im ganzen Spiel, weil ich bin mir nicht sicher. Weil dieses Feature habe ich recht selten benutzt, Raketen. Außer wenn ich Atomraketen losgeschickt habe. Industriekapazität ist, glaube ich, das Wichtigste im ganzen Spiel, was ihr haben könnt. Industriekapazität erhöht eure gesamte Produktion, die hier in Industriekapazität dargestellt wird. Jede Industriekapazität, die ihr baut, erhöht natürlich auch eure Industriekapazität. Okay, das ist logisch. Aber sie brauchen recht lange zu bauen und im Krieg ist das eine Investition, die sich nur auf langen Krieg lohnt. Wenn ihr sicher seid, ihr werdet den Feind schnell überrumpeln, dann ist das erstmal eine Option, die ihr nicht braucht. Oh. Damit haben wir das abgearbeitet, was man in einer Provinz bauen kann. Außer die Infrastruktur, aber die kann man nur da bauen, wo die Infrastruktur noch nicht auf 100% ist. So, kommen wir jetzt zur Produktion. Moment, ich spule mal kurz vorhin. Zur Produktion. Hier gibt es verschiedene Regler. Damit könnt ihr eure Industriekapazität zuweisen. Einmal Upgrades. Das beinhaltet die Upgrades von Einheiten. Wenn ihr einen besseren Einheitentyp erforscht, werden eure Einheiten automatisch geupgradet. Das gilt nicht für Schiffe, denn Schiffe sind schlecht abzubilden. Verstärkung ist die Verstärkung von Einheiten, wenn Einheiten gefallen sind. Das passiert automatisch, auch wenn ihr gerade nicht kämpft. Es werden immer ein paar Einheiten draufgehen. Nicht so viele wie im Kampf, aber es ist auch nicht viel. Okay. Die Verstärkung hängt gleichzeitig mit den verfügbaren Einheiten zusammen. Habt ihr keine verfügbaren Einheiten mehr, kann auch nicht versteckt werden. Und wenn eure Truppen nicht genug Truppenstärke haben, kämpfen sie sehr ineffizient. Daher, wie ihr die Mannstärke im Auge behalten. Und wenn ihr nicht genug Mannstärke habt, ist eine Offensive eigentlich nicht zu denken, es sei denn, es könnte euch zum Sieg führen. Habt ihr aber einmal keine Mannstärke mehr, habt ihr den Krieg so gut wie verloren. Es sei denn, der Gegner hat auch keine Mannstärke mehr, dann geht es eigentlich nur noch um taktisches Geschick und um wer mehr Einheiten hat. Nachschub regelt hier Nachschub und ich meine auch die Treibstoffproduktion. Ich bin mir nicht sicher, aber ihr solltet schon auf das stellen, was ihr braucht. Mit einem Klick auf das Bedarf könnt ihr das festhalten,
auf den Bedarf. Allerdings solltet ihr immer dann wieder mal vorbeischauen, ob sich der Bedarf nicht erhöht hat, denn im Krieg erhöht sich der Nachschubbedarf exorbitant. Produktion ist klar, damit weist ihr das zu. Ist es eure Produktion, also wie schnell produziert werden soll? Es ist nicht sinnvoll, mehr als das zu machen, was wirklich produziert wird. Habt ihr weniger, werden nicht alle Einheiten gebaut oder eine Einheit wird nicht zu 100% gebaut. Konsumgüter sind das, was euer Volk will, damit produziert ihr Geld. Aber habt ihr zu wenig, steigt die Unzufriedenheit. Steigt die Unzufriedenheit, sinkt eure Industriekapazität. Das ist eigentlich ein Teufelskreis. Daher solltet ihr das eigentlich nie senken. Also weniger als was gebraucht wird. Gut, kommen wir jetzt weiterhin zur Produktion. Ihr könnt Divisionen bauen. Es gibt vorgefertigte Einheiten, Infanterie 1936, Gebirgsjäger, Luftlandung und so weiter. Und diese Einheiten stehen euch momentan zur Verfügung. Diese Einheitenliste kann ausgebaut werden, wenn ihr denn das Nötige erforscht habt. Aber das ist in einem anderen Part die Forschung. So, wenn ihr eine eigene Einheit zusammenstellen möchtet, dann ist es nicht sinnvoll, beispielsweise Gebirgsjäger zu bauen, diese dann mit Panzern auszustatten. Warum? Gebirgsjäger sind für den Kampf im Gebirge zuständig. Panzer im Gebirge ist so wie eine Katze im Wasser. Also, daher solltet ihr das beachten. Zu den Einheitentypen, so gedacht, das kommen wir später, daher behaltet das einmal im Hinterkopf. Daher solltet ihr am Anfang vielleicht erstmal vorgefertigte Dinger benutzen. Und die auch nur so, wie es gerade benötigt. Aber das wird auch noch in einem anderen Part. Hier geht's nur erstmal um die Grundlagen. Zum Spezifischen kommen wir später. So, es gibt eine Brigadeangliederung. Da baut ihr eine einzelne Brigade. Eine Division besteht aus 3 bis 5 Brigaden. Ist eine Division nicht vollständig besetzt, könnt ihr Brigaden nachbauen und diese dann der Division angliedern. Zum Befehlshierarchiesystem kommen wir noch, damit ihr versteht, was eine Division ist und eine Brigade. Aber ich gehe davon aus, dass die Leute, die dieses Spiel hier spielen, durchaus wissen, was es ist. Denn das Spiel ist ja nicht für die Masse gedacht. Es gibt Luftgeschwader. Ihr könnt ihr Abfangjäger, strategische Bomber, Marinebomber und so weiter. Die Bezeichnung sollte klar sein, was gegen was effektiv ist. Könnt ihr Schiffe bauen? Ihr solltet bei der Flottenzusammenstellung darauf achten, was ihr mit was zusammenstellt. Ihr solltet nicht nur Schlachtschiffe in den Kampf schicken, denn die Geschichte lehrt uns, die Bismarck wurde von Fliegern geschrottet. Daher nicht nur Schlachtschiffe losschicken. Das könnte ganz schön übel werden, denn Schiffe sind nicht leicht nachzuproduzieren. Vor allen Dingen die Schlachtschiffe. Gut. Damit haben wir die Produktion so gut wie abgehakt. Ihr könnt hier auch auf automatisch bauen klicken. Der zeigt euch das Hauptquartier an, was für was benötigt wird. Allerdings halte ich für diese Option nicht als... sie ist sinnvoll, aber nicht unbedingt das, was man braucht. Gut. Dann gibt's hier, das ist auch wieder eine Option, die zu For the Motherland gehört. Okay. Dann könnt ihr Konvois und Eskorten noch bauen. Die Konvois werden dazu benötigt, um entfernte Gebiete zu versorgen. Wenn ihr eine Operation nach Großbritannien startet, braucht ihr Konvois, damit diese Einheiten dort versorgt werden. Und ihr braucht einen Hafen, denn wo sollen die Konvois landen? Daher müsst ihr einen Hafen dazu nehmen, aber dazu werden wir auch noch kommen. Gut. Dann gibt es hier noch Raketentestgelände. Das sind die Dinger, die man in der Provinz baut. Nur, dass sie nicht provinzspezifiziert gebaut werden, sondern dass ihr sie wie in einer wie eine Einheit dann setzen könnt. Wie ihr gerade gesehen habt. So. Okay. Das war dann die Produktion an sich. Ihr könnt hier die Truppen automatisch den besten Kriegsschauplätzen zuweisen. Das heißt, wenn gerade die Ostfront mehr Truppen benötigt als die Westfront, könnt ihr die Truppen automatisch zuweisen. Allerdings könnt ihr es auch manuell machen. Das werde ich allerdings erst im Part Hierarchiesystem beleuchten.